Nee, doch nicht. Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, hallo erstmal, ne? Ja, wir machen weiter mit Häckselgut. Die erste Runde wird jetzt eingefahren mit dem Häcksler. Feldrandkurs. Und da muss ich mal schauen. Aha, hier ist keine angezeichnet. Wollen wir in nächster Gelegenheit mal einen hinzaubern. Ne? Also hier müssen wir abkippen oder jedenfalls, ne? Dass wir hier jetzt mal abkippen. Also hier muss ich jetzt mal einen Kurs. Der kippt hinten. Gut, das ist okay. Ja, wir kippen uns ab. Silage 50.000. Können wir gleich mal eine Ladung mitnehmen. Obwohl das nicht so eilig ist. Hier müssen wir sehen, dass wir den Kurs einfahren, dass wir da mal arbeiten können. Und wie gesagt, hier ist noch kein Kurs. Kennzeichnet man nur ein hinmal am besten von hier aus an den hier und dann geht Richtung Parameter und dann und den Takt noch entfernen, ne? Der ist dann ein bisschen Wege berühmt zum globalen Markt Thüringen und dann sehen wir weiter. Ja, Regen ist angesagt, ne? Regen. Zum Glück geht das hier mit immer noch ja, auch bei Regen arbeiten, ne? Also Häckselgut geht ja zur Not. Am Silo würde ich noch was einfahren, in der Mitte jedenfalls. Das ist eine sehr gute Option, was angeht hier mit Silage. Und da würde ich mal sehen, wenn das durchsiliert ist und ich hätte Zeit, dann würde ich da auch entsprechend zum Aufladen so ein Ding hier, ne? Fällt mir gerade nicht so ein. Schon Radlader, ne? Ja, jetzt fällt mir wieder ein. Muss ich mir halt auch noch kaufen mit Schaufel und so. Wieso ist da nicht verbunden? Sehe ich gerade so. So, da ist hier der Feldrandkurs. Das macht der mit Kurs gleich mit. Praktisch. So, hier fahren wir hinterher. Beziehungsweise wir müssen hinterher fahren, ne? Also die erste Runde ist ja halt so, ne? Das ist ja bis zum Anfang ist es schwierig. Ne? Die erste Runde muss er den Tour fahren. Ja, ich hätte auch einen Traktor nehmen können mit Pflegebereifung und dann die Runde selber fahren können. Aber so haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Gedeutscht. Weil ja am Rand immer etwas schwierig ist. Ne? Mit, egal, mit dem Outreif oder mit. Ja, oder Kursdreh. Da gibt es ja nur Probleme. Meistens nicht, das sind wir. Und ich brauche den Feldrandkurs, damit ich hier den entsprechenden her das Ganze entsprechend programmieren kann. Was ich machen könnte, theoretisch, ich könnte das in den globalen Markt abkippen oder ins Lager. Das ist Feld 38, ist noch kein Star. Gut, dann müssen wir nicht selber fahren, dann können wir einen anderen nehmen. Ne? Abladen, Lager. So. Wir müssen gucken jetzt, aufpassen mit den Kurven, ne? So. Dünger, ja. Abladen, Lager. Dann müssen wir das nicht selber fahren, dann sind sie da entsprechend flexibel. Ne? Dann können wir das losschicken. Dann holen wir den nächsten Fahrzeug. Ne? Ja. Entweder den LKW da ganz hinten ist oder einen anderen Fahrzeug. Ja, das können wir gleich hier auf die Spur schicken auf der Straße. Vorankommen, ne? Ja, der Herbst ist da, ne? Hier in Thüringen, ne? Die Pfeile gehen in der Richtung, ne? An die Malerische Straße. Und auf geht's. Hier kommt man noch zum anderen Fahrzeug.
Den nicht. Okay, na der ist auch nicht geeignet. Der auch nicht. Der LKW ist gut. Der ist doch hier vorne. So. Ja, gut. Ich dachte, wir waren am Ende. Ja, gut, war ja ganz woanders gewesen. Nur kurz drehen, ohne dass wir im fremden Feld fahren, ne? Naja, gut. Geht nicht ganz, aber fast. Da geht das Meer rauf. Aber natürlich ist es auch nicht. Da muss ich mal gleich mal sehen, globale Lager wäre mal eine Möglichkeit am Anfang. Ne? Wenn das nicht funktioniert, dann können wir ja von da aus nachher Dings reinfahren. Ne? In ja, Samantha oder hier in Silo ein. Mit einem mittleren jedenfalls. Schauen wir mal gleich. Oh, die kriegen Fliegen wieder. Aber die Tunnel habe ich abgestellt hier. Ja, so ein Sauwetter. Und dann meldet aber trocken an, ne? Aber ob das trocken wird, ist glaube ich eher nicht. Ich hoffe, dass die Soja noch trocken wird. Weil die ist ja ein bisschen anders von der Größe her, vom Trocknen. Sollte eigentlich schneller gehen normalerweise, aber was ist so, ne? Was sollte, sollte. Tempomat, ne? Wir haben ja moderne Fahrzeuge, ne? Ja, heute ja, mache ich meine 7 Folgen. Die nächsten 7 Folgen kann man sagen. Ne? Nicht die letzten, aber in Thüringen. Und ja, bei Nacht oder laufe des späten Abends sind die 5 Folgen für die Marsch. Und alles am Sonntag hochladen und bearbeiten. Also heute noch bearbeiten beginnen. Ja, und da sehen wir weiter, ne? Ja, und dann morgen noch die Zeppelin-D-Folgen aufnehmen, die 5, ist ja ein bisschen länger als Thüringen und so, und also LS. Und da überlege ich jetzt mal, da wir jetzt schon mehrere Missionen gemacht haben, dass wir da mal ein bisschen jetzt beginnen, uns eine Kampfbasis zu bauen, wo wir jetzt die Zombies entsprechend besser bearbeiten können. Und da brauche ich viele Rohstoffe. Beton ist ja schon gemischt, wenn ich weiß. Eisen dürfte ich auch schon genug haben, also könnte man jetzt zumindest beginnen in der Baugrube und den Unterbau. Ne? Und dann nachher den Kampfkäfig, kann man sagen. Ein bisschen höher gelegen, dass man da sagen kann, okay, sie kann sich gleich reinspringen. Aber es geht darum, ne? Also geht darum. In der Ecke ein Betonpfeiler. Deckenmäßig auch wieder Beton und dann ganz oben nur Gitter ringsherum und Dachgitter. Erreichbar über eine Treppe aus Holz. Holz deswegen, weil da man leichter kann man leichter kaputt machen, dann kann man so verhindern, dass sie hochkommen. Ne? Aber jetzt zum Thema LS, ne? Ja, das ist ein kleiner Hinweis in meiner eigenen Sache. Also hier geht es jetzt weiter mit Mais. Mais, Häckselgut. Ne? Erste Runde machen wir jetzt Augreif. Den werden wir auch gleich abschicken. Und zwar Ablan Lager. Deswegen, weil ich ja doch in dem Licht fahre, ne? Sobald er voll ist. Ob es klappt, mal sehen, ne? Bei LKW ist ein bisschen schwieriger, ne? So, dann Zuckerrüben, die muss ich aber vorher leer fahren. Habe jetzt keine Lust zu. Der ist leer. Gut, der ist frei. Das heißt, der ist leer. Kann man nehmen. Ach, hinter mir war noch einer. Passt, dann können wir gleich den nächsten nehmen. Der ist eingestellt für. Beziehungsweise das war unser Maisfuzzi blockiert. Blöd, ne? Das heißt, der andere mit Rüben am Hof wird auch stören wahrscheinlich.
Aber bis dahin schaffen wir das noch, dass wir hier das rumkriegen. Ne? So. Ich müsste aber eigentlich den Maiskurs mal speichern. Das wäre ganz gut. Ne? So. Runter auf 3 km/h. Auf 9. 9,9. Richtig, 3. Machen wir den voll. Ja, wettermäßig, was das eigentlich, ne? Es. So. Also am Freitag, nur wird es trocken, also da trocknet überhaupt nichts. Dann können wir am Nachmittag vielleicht noch ernten. Unwahrscheinlich. Da ist schon Winter, da ist schon Frost. Gut, Mais würde gehen, so weiß ich nicht genau. Ne? So. Ansonsten Tiere. Sauberkeit ist, ja, müssen wir mal eingreifen, ne? Also Futter geht noch. Futter, naja, geht auch noch. Hier ist auch okay soweit. Sobald das hier läuft, da können wir so andere Sachen kümmern. Solange wir Futter haben, ist alles gut. Futter und Wasser ist wichtig. Sauberkeit ist auch wichtig, aber wie gesagt, müssen wir sehen, dass das hier mal nebenbei läuft. Ne? Das ist ganz wichtig. Nicht nebenbei läuft, dann müssen wir es können wir gleich mal einstellen. Abladen. Die Lage. So, gut. Noch fahren sie, irgendwo kriegen sie garantiert bald wieder. Ein Anhänger will später irgendwo. Wo? Der dunkle Anhänger. Kommt gleich hinterher. Aber eh fast voll. Da muss man aufpassen beim Klaas, dass ich mir den Aufzeichnungskurs beende und dann verbinde. Und dann muss ich mir verbinden am Anfang. Da vorne ist das Ende. Ah, okay. Ungünstig, ne? So. Auf geht's. Den nächsten frei brauchen wir. Den nehme ich hier drüben gleich weg. Ich weiß nicht genau, wo sie langfahren. Es kann sein, dass sie hinter mir noch gehen. Hinter mir? Ja, ja. Wo sie geahnt haben. Dann fahren die hier irgendwo lang. Wenn nicht hierher. Dann würde auch gehen. So ist das nicht, aber. Ah, die fahren woanders an. Oder steht irgendwo, ne? 0,70, ne, die fahren. So. Der ist der. Also die Straßen sollten alle immer frei sein, aber das klappt nicht immer bei mir. Vor allem, wenn man dann irgendwann aufhört und dann alle Fahrzeuge halt nicht wegstellt, ne? Aber gut, das ist halt so. Es war ja fast fertig und nicht ganz, aber ich war eigentlich müde. Bloß aus, ne? Vorteil, wenn man auf der eigenen Karte ist. Wenn man mehr flautet ist, dann ist es etwas anders, dann wollen wir auch aufhören. Oh, Gegenverkehr. Da weichen wir links aus. Normalerweise, in meinem Feld wäre ich das nicht machen. Da muss man irgendwie andere Seite ausweichen. Ne? Aber rechts kein Platz. Ist halt so. So, jetzt wird es aber schwierig. Und zwar deswegen,
dann müsste ich hier verbinden, dann müsste ich dann näher machen. Also ich muss halt auch hier entsprechend anschließen am Kurs und ein paar Meter anschließen. Das muss ich mir gucken nachher mit einem anderen Fahrzeug, wie das klappt. Blocking, ja klar, jetzt sind wir noch lagern und fertig, ne? Aber den mache ich auch gleich und schicken. Also, Abladen, Lager. So, das ist noch nicht fertig, ne? Noch nicht voll. Da muss ich so überlegen, nachher, wie ich das am besten mache, weil jetzt fährt er hier oder? Weiter. Ja, Quatsch. So. Also so einen Sabbel hört er gar nicht auf. Ja, das ist für Mais in China Exodus, ne? Sonst wäre das, ja, wäre das sinnlos gewesen, ne? Ein paar Rüben hätte ich noch ernten können, aber wie gesagt, ja. Ich habe da so viele jetzt geerntet, denke ich mal, 1 Million Liter ungefähr. Schätze ich mal, was so drin ist. Schon teilweise verkauft, teilweise noch jetzt noch drin. Da ist noch drinnen, Rest sind wir auch noch wegfahren müssen. Ja, Häckselgut wird dann auch ein bisschen Thema sein, bei Gelegenheit. Also Holz, ne? Häckselgut, ne? So. Hackschnitzel. Das war das Thema, was ich mir gerade so. Häckselgut ist doch Quatsch mit Holz, ne? Ja. Ja, so ist das, ne? Auch gehäckselt, ne? So. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier stellen wir jetzt genau hin, dass er hier bisher fährt und dann kommen wir da weiter mit dem blauen Kurs. Ein bisschen fahren muss er noch. Ja, na gut, da kann man auch zum Motorkurs treffen, oder was nicht. So. Ja, das ist okay. Lassen. Junge, Junge, das war wieder knapp, du. Erstmal beenden. Können wir ausmachen. Dann muss ich ein paar blaue Kurse so löschen. Zu viel gemacht. Das muss ich aufpassen, wenn ich verkehrt lösche. Also das ist ein Grün, ne? Der rote Punkt. Man muss den Kreuz löschen, also in den. Scheint soweit alles gut zu sein. Ah, kann sein. Kann sein, verkehrt lösche, ja. Jetzt machen wir klar. Ja. Muss ich mal gucken. Gut. Dann müsste ich den Kurs mal speichern. Ne? Und zwar. Ja. Ernte. Müssen wir eigentlich mal aufschreiben, wie ich mal schreibe. Also wie überhaupt, ne? Ernte. 38 Mais Häckselgut. Denn kleiner Mais wird anders, ne? An der Breite. 9 Meter ein Fahrzeug. Ja, passt nur einzeln. Speichern.
Sollen wir gleich mal rüberfahren am Anfang? Wie da aussieht, wie da verbinden muss. Und gleich einen Anschluss schaffen zum Feld. Ne? Die Anschlüsse. Oh, Überlänge, Überlänge. So, die Schauer, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, mich freue, wenn ihr morgen wieder da seid. Ja, ansonsten, ne, ihr wisst ja, ne, was ihr machen könnt. Als Hilfe, liken, abonnieren. Das ist eure Hilfe, die ihr mir geben könnt. Ist keine Pflicht, kein Muss. Aber ich wäre sehr dankbar, wenn das kommen würde. Dann tschüss, ciao, bis dann und bis ja, morgen, wenn ihr wollt. Tschüss.